Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir stehen hier in der Hütte und werden gleich weitermachen. Oh, Moment, da ist ja gar kein Fenster. Wir werden gleich weitermachen, aber zuvor will ich gerne ein gutes neues Jahr wünschen, weil dies die erste Aufnahme im neuen Jahr ist. Ist heute der erste? Ja, heute ist der erste bei mir. Aber die Folge jetzt hier kommt erst morgen, also am 2. Ja, liebe Leute, ein schönes, gutes neues Jahr wünsche ich euch. Mögen all eure Pläne und Vorhaben in Erfüllung gehen und gelingen. Genauso wie das jetzt hier auch in Minecraft sein soll. Mit uns. Oh, Moment, habe ich denn hier? Aha, da habe ich weggeräumt. Genau, da habe ich weggeräumt. Ich habe also noch zwischen der letzten Aufnahme und dieser noch etwas getan. Das ist schon wieder ein paar Tage her, deshalb weiß ich das nicht mehr so genau. So, okay. Ja, stimmt, ich habe da auch mal ein bisschen rumprobiert, ob man das Gleis hier oder das Gleisbett vielmehr doch ein bisschen anders machen könnte. Hat mir dann aber doch nicht so gut gefallen. Was haben wir denn jetzt? Ah ja, okay, da habe ich noch mehr oder weniger alles, was ich brauche und haben will. Obwohl das gar nicht so viel ist. Naja gut, schauen wir mal, wo wir aufgehört haben. Der Tunnel ist also offensichtlich noch fertig. Ich erinnere mich, den habe ich nämlich in der Kopiewelt auch gesehen hier. Und dann hat mir der alles kaputt gesprengt. Geht jetzt mal außen rum. Ich habe keine Lust auf den. Es war in der Kopiewelt, von daher kein Problem, aber nee, ich habe jetzt keine Lust auf den. Ja, da ist er noch dran. Ja, okay. Soll er da drin bleiben und versauern? Hier habe ich die Gleisbettproben gemacht, wie es denn wohl aussehen könnte. Ja gut, machen wir aber nicht. Das sieht so, wie es jetzt hier ist, schon am besten aus. Oh ja, aber da vorne muss ich doch noch ein bisschen Gelände wegmachen. Genau. Also wir machen jetzt... Ich schaue nochmal eben, wo der Kollege da ist. Na, okay, der ist wohl weg. Die Minikarte sagt auch nichts dergleichen. Okay, wir werden mal hier ein wenig Kies und Erde wegmachen, weil ich nicht will, dass die Brücke so direkt da am Land vorbeigeht. So, okay. Haben wir da jetzt noch ein bisschen Abstand? Ne, wir machen auch das hier noch weg. Okay, das passt. Dann hat der Tintenfisch hier auch noch ein bisschen mehr Platz. So, und der Baum hier, das gefällt mir auch nicht. Der steht auf Kies und deswegen kriegt er da jetzt ein bisschen Erde drunter. So, und dann machen wir da auch Kies, den Kies weg und Erde hin. Und hier machen wir das auch. Wird da wohl Gras wachsen? Ja, doch, da wird Gras wachsen. Okay, ansonsten lassen wir das so. Ich hatte da noch ein Ei, das schmeiße ich jetzt einfach mal in die Landschaft. Na, kommt nichts raus. Na gut. So, dann beginnen wir hier mit der Brücke. Da ist eine Menge Erde. Okay, da ist leider jetzt nicht mehr so viel Bruchstein da. Da müssen wir eben ins Lager und da was machen. So, was machen wir jetzt hier? Wir passen uns einfach mal hier. Passen wir uns hier der Landschaft an? Ja, doch, das machen wir. Wir machen das so. So. Und so, und gleich noch ein bisschen Gleis hin. Ja gut, aber nur so. Und dann werden wir hier schon da ein hochgehen und auch hier mit weitermachen. Das kommt dann hier hin. Ne, Moment mal, wenn ich das hier... Nee, dann wird es ja noch höher. Dann müsste ich ja da noch drauf. Noch höher. Ach doch, das machen wir einfach mal. Na, so. Und hier in dieser Höhe jetzt... Die Brücken haben wir ja immer ein bisschen anders gemacht. Ja, genau. Also muss ich auf jeden Fall in der Mitte hier das weiterziehen. Das kann ich jetzt auf jeden Fall mal machen, bis wir vorne irgendwo ankommen. Ich kann da nur auf die Minikarte schauen. Ja, gut, wir haben noch ein bisschen. Hier. Ah, jetzt falle ich natürlich runter. Passt. Abstand ist groß genug. Ja, gleich wird das Wasser tiefer. Ja, genau. Aber ich komme immer noch gut voran. Muss nur hier und da mal ein bisschen... Ja, gut, hochgehen zum Luft holen, aber... Passt auch so. Oh, da sind wir ja schon da. Ach, guck mal an. Ja, okay, dann... Das ist ja noch viel einfacher. So und so und so. Das passt so. Und hier machen wir dann diese Kollegen hier hin. So, ja, das passt ja. Wunderbar. Dann hätten wir das ja schon mal. Und wie muss das jetzt auf der anderen Seite sein? Das war ja so und so.
Also auf der anderen, auf den beiden Seiten. Ja, genau. Okay, ja, doch, so war das ja. Ja, dann ziehen wir einfach mal die Reihe da weiter. Ja, Kontakt muss sein hier. Dann das Gleis drauf. Und dann müssen wir noch die Pfeile machen. Ja, genau. Noch hält die Brücke ja nur so provisorisch. Ja, drunter noch so zwei. Bei der Länge könnten wir sogar drei machen. So, wir dürfen hier gleich angelangt sein, hier am anderen Ende. Ach ja, da muss ich ja hier. Oh, wie machen wir das denn hier? Da schaue ich mir gleich mal an. Der hier muss weg. Und so hin, genau. Und wie machen wir das hier? Ja, das macht so. Da hat das wenig Sinn. Ja, dann lasse ich das einfach so. Ich kann ja mal hier ein bisschen Gleis drauf machen. Ja, das Gleis müssen wir ziehen. Kann ich auch gleich machen. Moment, ein bisschen zurück. Ja, kann dann gleich hier so weitergehen. Okay, so, ja, wunderbar. Es wird dunkel. Was mache ich denn da? Ich muss noch einmal in diese Richtung. Ja, komm, ich lege das Bett hin. Da haben wir noch ein bisschen Gleis übrig, aber auch nicht allzu viel. Und dann schlafe ich mal. Ich kann mich ja schon hinlegen. Und dann machen wir morgen den anderen Teil. Hier auf der Seite. Ah, Moment mal. Reicht das noch? Nein, das reicht bestimmt nicht. Ich brauche also jetzt erst nochmal eine Werkbank. Und dann machen wir hier neue. Die 55 dürfen genügen. Und natürlich. Ja, stimmt. Nicht vergessen, wir müssen ja auch noch die Pfeile machen. Also haben wir beim Zurückgehen immer noch was zu tun. Schnell nochmal Frühstück. So, und damit geht es los mit diesen Dingern hier. Ja, gut, passt. Jetzt wüsste ich gerne, wie viele das sind. Das sind gar nicht so viele eigentlich. Naja, egal. Die Hälfte dürfen wir schon geschafft haben. Wie viele Pfeile machen wir denn? Drei. Ah, komm, wir lassen uns nicht lumpen. Wir machen da ruhig drei hin. Einen so in der Mitte, so ein bisschen nach Augenmaß eben. In der Mitte und dann nochmal an den anderen Drittelgrenzen. Sind das Drittel? Ne, es sind ja Viertelgrenzen. Wenn ich drei. Oh mal, hier, der passt ja noch nicht. Wenn ich drei Pfeiler mache, dann mache ich das ja an den Viertelgrenzen. So, da brauche ich aber wieder diese Kollegen hier. Jetzt schauen wir mal. Ja gut, hier so ungefähr ist die Mitte. Ja, irgendwie so. Ach guck mal, jetzt sind wir. Ach ja, stimmt, ich habe es ja höher gemacht. Ich habe das ja doch höher gemacht. So, wollen wir denn auch hier was hinsetzen? Also wenn schon, denn schon, oder? Und wir könnten das vielleicht so machen hier. Ja, genau, ich glaube, das sieht besser aus. In der Mitte. Oh, guck mal, hier wird es tiefer. So, in der Mitte. Ja, genau. Und da muss der eben nochmal weg. Und so hin. Gehen uns jetzt die Dinger hier auch aus. Ja. Wir brauchen noch mehr. Wo sind die Werkbänke? Habe ich die irgendwo? Ne, die sind hier. Stell mal eben einen ins Wasser. So. Okay, das genügt. Dann. Habe ich das jetzt alles richtig gemacht hier? Ja, doch, passt. Ja, doch, auf jeden Fall hier. Da muss noch einer rein. Ungefähr. Moment mal. Ungefähr hier so in der Mitte. Wie gesagt, ist jetzt nur Augenmaß. Was mache ich denn da? Ja, stimmt, das ist ja verkehrt. Ich muss ja diese hier setzen. Ja, genau, so passt. Und dann hier an der Seite.
So einer dahin und dann nochmal von der Seite her, dass das auch entsprechend anschließt hier. Und hier noch, genau so. Ja, das ist gut. Oh, das ist aber doch... habe ich so ein komisches Augenmaß? Ja, irgendwie ist das nicht genau in der Mitte zwischen diesen beiden. Naja, ist egal. Die Geländebegebenheiten waren eben gerade so, dass das hier am besten ist. So, und dann machen wir den hier hin. Ah, ich bin ein bisschen im Weg. Oh, da muss ich ein bisschen weiter unten hinbauen, ja. Genau. Ja, das macht nichts. Ist halt so. Nee, da habe ich verkehrt gemacht. Das, der muss weg hier. Da soll ja was anderes hin. Nee, ich gehe da wieder nach unten. Ah, okay. Ah, verkehrt. So, aber hier stehe ich eigentlich ganz gut. So, ja. Zack, dein... Okay. Das kann ich ja aus dem Wasser raus auch machen. So, und hier der letzte... Nee, zwei müssen noch. Und so. Okay, sehr gut. Das passt. Ja, da ist der Abstand ein bisschen größer. Ach ja, ist egal. So, die Brücke gilt als fertig. Wir definieren sie als fertig. Dann setzen wir noch ein paar Gleise... Ah, man, die können dahin. So, setzen wir noch ein paar Gleise hin. Dann müssen wir den Tunnel hier fertig machen. Bevor es dann komplett unter die Erde geht und unter das Meer. Aber ein paar Gleise... Ja, gut, das war's dann schon hier mit Gleisen. Nee, Moment mal. Das sieht aber schon ziemlich fertig aus hier. Ah ja, hier vorne aber nicht. Ist halt ziemlich viel Sandstein. Okay, gut. So, das machen wir weg. Hier, habe ich den Sandstein jetzt mit? Doch, habe ich. Hier. Wo lassen wir das jetzt anfangen? Ach doch, wir lassen das hier anfangen. So. Und so. Und das kommt weg hier. Nein, nein, nein. Ich wollte die Schaufel. Ja, doch, so. Und so. Und dann kann ich aber hier wieder mit Sand auffüllen. Dann sieht das hier so bündiger aus. Nee, nee. Ich wollte dann hier so hinhaben. Ja, genau. Und da oben drauf würde ich auch gerne noch... Ah, das war schon wieder ein Sand. Nee, hier habe ich noch mehr Sand. So, noch ein bisschen mit Sand zumachen hier alles. Dass zumindest der Sandstein nicht mehr zu sehen ist. Da weiter hinten ist er noch in Ordnung, aber hier da... wo die Brücke ist, wo der Tunnel ist, da eben nicht mehr. So, so, genau, passt hier. Ruhig noch ein bisschen mehr. Nicht zu lückenhaft. Ja, da noch ein bisschen was hin. Da sind nur Schatten, okay. Ja, so kann es bleiben. Hier aber noch ein bisschen was. Da ist ja richtig viel. Was da fehlt. Naja, gut. So ein bisschen Loch kann da bleiben. So, ja doch, so ist das doch in Ordnung hier. Ja, da machen wir noch einen hin. Okay, so. Gut, so lassen wir das. Die Fackeln versenken wir wieder dann ein bisschen nach innen. Ansonsten sieht es hier schon mal ganz gut aus. Hier müssen wir dann noch... Ah, Moment mal. Ich finde es aber eigentlich gar nicht verkehrt, wenn wir hier von Sandstein in den Glattstein übergehen. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Die Erde aber will ich weg haben hier. So, das da über uns. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Glattstein hinmachen. Und das hier. Und das lassen wir einfach so, wie es ist. Ja, okay. Die Erde kommt weg. Und der Kies natürlich auch. Die Ecke kann auch weg. Ja, da fällt was nach. Okay.
So, wird alles hier mit Glattstein voll gemacht hier. So, genau, das war's schon. Ja, okay. Dann soll es das gewesen sein hier. Wir werden die Fackeln noch versenken und dann müssen wir hier... Das kann im Übrigen wieder weg. Wir müssen... Ich habe das ausgemessen und ausgezählt. Wir werden hier... Am besten noch hier, bevor man hier ganz nach draußen kommt, werden wir schon in die Erde gehen. Weil es schlichtweg nötig ist. Ich fange jetzt einfach mal hier an, so willkürlich mehr oder weniger. So, da soll es dann nach unten gehen. Ja, dann kann ich aber eigentlich ja schon mal das hier alles wegmachen. Oh ne, zwei zu voreilig. Falsch angehalten. So, so, so. Und mit Sand. Das machen wir alles mit Sand voll hier. Jetzt muss ich schauen. Da. Ach, jetzt habe ich keinen Sand. Moment, doch, ich habe Sand hier. So und so.